Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Leo und ich gehen jetzt eine Runde spazieren. Mein Schnucki ist auch schon so weit, dass er irgendwie rumwuselt hier am frühen Morgen. Er schaut heute zur zweiten und er macht sich jetzt für die Schule fertig. Ich bin schon fertig. Leo will jetzt unbedingt raus. Er hatte, gut, morgens lasse ich ihn sowieso immer raus, aber er war heute Nacht einmal wach um 3. Hat er so gemacht, dachte ich, okay, mach schnell raus, aber er wollte spielen. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Er wollte überhaupt nicht raus. Ich habe die Tür aufgemacht. Keine Chance. Naja, und dann habe ich ihn wieder ins Bett gesteckt und dann hat er weiter geschlafen. Ich weiß nicht, was er für einen Energieschub irgendwie nachts hatte. Na gut, also wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Die Sonne scheint heute. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Und oh, es ist herrlich, wenn das Wetter so ist, ne? Aber es ist kalt. Ich glaube, wir haben gerade mal 3, 4 Grad oder so draußen. Es ist eigentlich richtig frisch. Komm her. Los. Leo, hier. Morgen. Guten Morgen, wo kommen Sie denn her? Von draußen, vom Wald komme ich her. Also ich versuche gerade Leo halt das Ding hier anzulegen. Komm mal her. Leo hier. Hier. Wir wollen doch raus, oder nicht? Er sitzt jetzt hinter der Kamera. Oh, er lebt jetzt. Guckt. Frechdachs. Du bist ein Frechdachs. Wollen wir nicht raus? Huch. Doch, ne? Leo und ich sind jetzt draußen, Leute, es ist so schön. Die Sonne, guckt mal, scheint so herrlich, wirklich. Die Kinder kommen morgen zurück. Aber morgen spät erst. Die kommen irgendwie in Hamburg um 8 Uhr abends an oder so. Und dann dauert natürlich der Rückweg nach Hause. Und bin ich aber auch schon froh, dass sie dann wiederkommen. Aber diesmal geht's eigentlich, weil es keine ganze Woche jetzt mit Leo war, sondern nur halt seit vorgestern. Und das ist irgendwie was anderes, ne? Wenn du so 3, 4 Tage den Hund hast oder eine ganze Woche. Ich weiß nicht, also euch. Klar, wenn jetzt jemand sich für ein Haustier entscheidet und das halt hat, das ist ja kein Ding. Aber wir wollten ja nie eigentlich richtig ein Haustier haben, bis auf Ash. Bin ich froh, dass wir das nicht gemacht haben, weil er ja immer rumgejault hat, er will einen Hund, er will einen Hund, aber gut, dass wir es nicht gemacht haben. Dann hätten wir nämlich den Hund. Ja, was ist das? Sind das alles Haare von oder Fell von den Pferden da oder was? Wir haben hier Pferde auf der Koppel. Ich weiß aber nicht, was das hier alles ist. Es fühlt sich so an. Also sieht so aus, als ob das hier irgendwie lauter Haare sind. Und die Pferde sind da hinten. Das ist immer so süß, wenn wir im Garten hinten sind und die so wiehern. Das ist echt wie so auf dem Bauernhof, ne? Da fehlen noch immer die Kühe. Ach ja, und ein paar Häuser weiter bei uns haben die Leute Hühner sich angeschafft. Ja. Und Hühner wäre auch mal cool, ne? Aber dann kommst du ja gar nicht mehr weg. Du musst ja immer füttern. Leo zu Hause, er hat das nicht erledigt. Ich weiß nicht, ob er gestern heimlich abends irgendwie im Garten oder so gemacht hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir 2 Runden gedreht. Jetzt fragt Ash mich, ob ich ihn fahren kann. Der hat überall Muskelkater von gestern vom Training. Und er sagt so, du bist schon so angezogen, ne? Vielleicht. Ja, draußen ist es schön. Ja, dann fahren wir. Also, na gut, er hat heute auch 7 Stunden. Dann kann ich bei der Gelegenheit, ich wollte ganz gerne auf dem Wochenmarkt ein bisschen Gemüse holen, das war zum Einpflanzen. Ich hatte gedacht, so vielleicht Salat oder so. Ich wollte heute so gerne diese, das Späte, oder wie nennt man die, von Bauhaus holen. Aber die von Bauhaus, weil die haben sogar so ein größeres, 1 Meter mal irgendwas. Also nicht zu klein, wo halt auch ein bisschen was passt. Und vielleicht ein paar Erdbeeren oder so. Ich gucke gleich mal, was die so haben. Aber dafür brauche ich natürlich jetzt gleich Bargeld. Na gut, also wir düsen jetzt einmal schnell los mit Ash. Siehst du hier gerade schon so ein bisschen Kräuter und so weiter? Ich gucke mal, was ich hier mitnehme. Salat haben die hier auch. Und da noch mehr. Ich komme gerade zurück. Ich wurde gerade richtig gut beraten. Also ich habe 2 Tomatenpflanzen gekauft, Salat und noch so ein Burgersalat. Er sagte, nur er hat den. Irgendwas mit Senf, sowieso kann man den auch noch nennen. Auf jeden Fall richtig mega. Er sagte, schmeckt sehr, sehr gut. Und hat mir erklärt, wie man alles pflanzt. Salatschüsselchen, das sind so 10 Pflanzen, sagte er. Die müsste ich alle rausnehmen, ein bisschen vorsichtig halt eben einsetzen, in so einem Abstand. Ich muss gucken gleich, wie das funktioniert. Also, ob ich bei Bauhaus nachher die größeren doch nehme lieber als die kleinen, weil das ist dann irgendwie auch Gurken. Hat er gesagt, noch nicht, das ist noch zu kalt. Und die Gurken brauchen unheimlich viel immer Dünger wohl irgendwie. Also Hornspäne sowieso, muss ich nur dran denken bei Bauhaus. Und bei den Gurken, wenn die gelb werden, nachher Blaudünger.
Und dann werden die wieder grün innerhalb von einer Woche. Irgendwie so richtig gut. Er sagte, wenn ich Fragen habe oder so, kann ich immer wieder ansprechen. Ist immer der gleiche. Da habe ich schon öfters mal Blümchen gekauft bei ihm. Und unter anderem jetzt halt eben Gemüse, Leute. Ich bin gespannt, wie das Ganze bei uns dann so funktioniert. Also so schwer kann es eigentlich gar nicht sein, hoffe ich. Ich war bei Edeka und habe schon so ein bisschen was mitgenommen, nicht viel. Also ich habe hier einmal eine Wassermelone mitgenommen, allerdings kostet ein Kilo 2,90 €. Aber irgendwie sieht es schon ganz gut aus. Gurken und Erbsen mitgenommen wieder, frische Erbsen, Kilo 7,90 €. Ich komme gerade nach Hause und hier ist, also man könnte meinen, hier ist irgendwie eingebrochen worden, aber in jedem Zimmer Chaos ist. Adrian hat Besuch gerade von seinem Kumpel, die sitzen gerade draußen, Leo ist auch gerade draußen gewesen, ne? Den hast du ja gar nicht angebellt, wundert mich jetzt, ich bin jetzt zurück vom Einkauf. Ich zeige euch mal ganz kurz. Sieht das nicht geil aus? Ach Adrian. Guck mal, das. Das ist der Hammer, oder? Ich muss dann mal ganz schnell irgendwie hier so ein bisschen klar Schiff machen, weil mir gefällt es nicht. Ich finde das unmöglich irgendwie. Aber als ich gegangen bin, war gar nicht so chaotisch. Aber Adam hat irgendwas gesucht in seinen Kisten. Na gut, also ich würde sagen, ich lege jetzt mal ganz schnell los und dann zeige ich euch mal meinen Einkauf. Hier bei Ash im Zimmer. Die anderen Zimmer sind alle ordentlich. Badezimmer ist geputzt. Leute, sowas kann ich nicht ab. Wahrscheinlich ist es auch schon krankhaft, ne? Dass man das, also dieses Chaos nicht sehen mag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag sowas nicht. Ich habe schon manchmal gedacht, vielleicht ist es einfach irgendein, keine Ahnung. Naja, also ich habe gedacht, bei der Gelegenheit, das Wetter ist schön heute. Ich werde von Ash habe ich mal Klamotten rausgesucht aus dem Schrank, weil die nämlich gewaschen werden sollen eigentlich. Weil er zieht immer wieder mal an, die sind ja nicht dreckig oder so, stinken nicht richtig, hängt er die wieder rein. Und deswegen so, jetzt mache ich einmal kurz einen Cut, wasche sie. Und dann kann er sie halt frisch anziehen. Dann mache ich nochmal das Bett. Und genau, alles andere ist ja, den Anzug hat er ja nicht lange angezogen oder nicht oft. Ja, genau. Also, das ist der Plan jetzt, Leute. Das Zimmer kurz mal in Ordnung bringen. Und ich komme gerade vom Spazierengehen, ihr Lieben. Wir haben eine große Runde gedreht. Ich musste ihn zwischendurch sogar tragen, weil er keine Lust mehr hatte zu laufen. Und wir haben Bärlauch gesammelt. Das ist richtig gut. Ich war nämlich in dem Wald mit ihm. Und er ist, guck mal, der ist K.O. Du bist K.O., ne? So, Bärlauch ist hier. Müssen wir nur noch einmal abwaschen gleich. So, und hier ist auch von Amazon was gekommen. Guck mal. Einmal meine Wimpelkette. Und dann zeige ich euch nochmal was gekommen ist. Die kommt wie immer hier an diese Seite, weil die nämlich gerissen ist. Wisst ihr, von Haus zur Tanne, also draußen, wenn man rauskommt, kann ich gleich mal ranhängen. Und dann ist noch was anderes gekommen. Und zwar wollte ich für das hintere Dach einmal so einen Pflanzkorb, Hängepflanzkorb haben, weil ich gerne da einfach so ein paar Blümchen einfach mal reinmachen würde oder reinpflanzen würde. Würde nämlich schön aussehen. So, und der Pflanzkorb ist genau der gleiche, der auch hier vorne hängt, der also aus Rattan oder aus Weide, ne? Weide ist das. So einer. Ich dachte, ich fahre irgendwann mal zu Blumenwohlers und hole so eine schöne Ampel. Und weil da hinten nämlich ist ein schöner Platz für die Blumen generell. Die Sonne ist da nur morgens und danach ist die Sonne weg. Das heißt, hier verbrennt mir irgendwie alles gefühlt, weil die Sonne hier natürlich nachmittags bis abends scheint und da drüben nicht. Und vorne ist natürlich auch ein schöner Platz. Na gut, das war's auch schon alles. Das heißt, ich werde jetzt was machen. Ach ja, die Wäsche muss ich noch rausholen. Also Wäsche rausholen, die neue reinladen, aufhängen. Also das Übliche hier im Haushalt, ne? Wie immer bei euch wahrscheinlich ja dann auch. Freunde, jetzt kann ich euch endlich zeigen, was ich auf dem Wochenmarkt gekauft habe an Gemüse und Kräuter. Das kannte ich gar nicht. Und zwar, weil nein, das ist kein Kräuter. Warte mal, was hatte ich denn gekauft? Also einmal eine Tomate, diese. Dann einmal Basilikum in Rot. Oder? Wie heißt es da? So heißt es. Warte,
Das riecht so gut. Das ist richtig krass. Und Salat, Glückssalat, eine ganze Schale, dann Lavendel in Weiß und einmal so ein Salat, das war dieses Burger-Salat. Er sagt, das ist, wie gesagt, der Einzige, der das quasi verkauft. Hat er das so mit Senf gesagt. Oh, das riecht so gut. Also, ich denke fast wie Rucola oder sowas, schätze ich mal. So, Leo ist schon wieder abgezischt. Leo! Also, wir haben, oder ich habe jetzt die Wäsche aufgehängt, Leo. Leo hier! Hier! Leo hier! Leo, hier! Mama hörte manchmal nicht. Ach, und dann hat er auf dem Wochenmarkt eine große Pflanze Bärlauch verkauft für 4 Euro. Leo, hier! Hier! Hier hört er die Gärtner draußen. Na gut, ihr Lieben, also ich muss nur noch dann einmal nachher Scheiß zu Bauhaus und dann Erde und Töpfe holen. Jetzt werde ich immer ganz schnell mein Video schneiden und dann Mittag machen. Und dann schon wieder Vormittag rum. Das ist Vormittag. Kurz vor 12 ist der Hammer. Na gut, also ich gehe jetzt mal ganz schnell an die Arbeit. So, das Video ist geschnitten. Geht. Geht. Ja, alles gut. Also, Leute, das Video ist so lang, 37 Minuten. Ich konnte da nicht viel rausschneiden und habe dann bemüht, so ein bisschen das Ganze so für euch erträglich zu machen. Aber es sind 37 Minuten. Und ich möchte gerne jetzt diesen kleinen Mann waschen, der ist total verdreckt von unten. Das heißt, ich stecke ihn einmal kurz in die Badewanne und wasche quasi mit der Dusche. Was ich sonst immer in der, im Waschbecken gemacht habe, das ist einfacher. Weil haut vielleicht bestimmt ab. Hier in der Badewanne. Einfach in der Badewanne mit der Dusche. Guck mal, ich suche seine Leckerlis, weil ich manchmal, wenn ich ihn, also nicht manchmal, eigentlich immer, wenn ich ihn bade, mache ich so ein paar kleine Leckerlis an den Badewannenrand und gebe ihm zwischendurch mal welche. Dann macht er nämlich sehr gut mit. Ne? Wahrscheinlich darf man das gar nicht machen, das belohnen, ne? Oder? Aber das bin ich ja, die das macht. Die Herrchen machen das ja nicht. Geklappt, da habe ich ihn festgehalten, einfach ganz normal und er hat sich kämmen lassen. Leo hier. Leo hier. 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 Mach Sitz. Warte. Warte. Er will das nicht. Der Tisch ist mittlerweile auch schon gedeckt. Ich habe hier frischen Salat gemacht. Knobi. Mein Sushi-Salat von gestern noch und Leo beobachtet mich die ganze Zeit, Lichter. Und hier bin ich gerade dabei, Gyros anzubraten. Gnocchis wollte ich nochmal aufwärmen, damit es mal endlich mal wegkommt. Ich habe schon die ganzen Fisch und die müssen nur noch getoastet werden. Das sind die Pita-Taschen. Ja, das war es auch schon. Und darauf freue ich mich am meisten. Also heute Nachmittag werde ich mal ein bisschen was davon essen. Habe ich alles abgewaschen und super lecker. Ja, was ich eben gemacht habe, ich habe den Kühlschrank aufgeräumt. Das war hier alles schon wieder mal voll durcheinander irgendwie. Jetzt habe ich aber auch die ganzen Kästen hier einmal ausgewischt und auch die Böden. Und jetzt fahre ich einmal zügig Esch holen. Ich habe es jetzt nicht mehr aufgenommen, weil mir sonst echt einfach die Zeit fehlt, Leute. Wenn man das, aber das habt ihr schon mal gesehen, dass ich das schon ein paar Mal gemacht habe, ne? Kühlschrank auswischen, nichts Besonderes. Na gut, ich tue jetzt mal ganz schnell mein Kind einsammeln. So, Esch hat die neue Wassermelone, achso, wir sind wieder da, Moinsen. Hi. Wir haben die neue Wassermelone aufgeschnitten jetzt, also das schmeckt gut. Sehr schön. So, und hier ist alles weit fertig, bis auf den Fisch. Die können wir hier rein. Adrian macht gerade so einen leckeren Zitronensaft. Vitamin C hatten wir heute Morgen nicht gehabt.
Nee, heute Morgen war eigentlich alles anders. Ja, ne? Ja, wenn man so spontan Besuch bekommt, dann ist es irgendwie alles durcheinander. Guten Appetit, ihr Lieben. Wir wollen gleich Mittagessen. Es ist bei uns hier so ungemütlich, irgendwie auch draußen, dass man schon wieder den Ofen anmacht. Ja. Das ist echt zu kalt irgendwie gefühlt. Also ich habe jetzt hier die Gnocchis angebraten mit Knobi, Salat. Weiß ich gar nicht, ob ich das alles schaffe. Für mein Schnucki habe ich die. Einen Fisch möchte ich auch noch mal gerne essen. Heringe sind hier drüben. Und für Ash halt eben Gyrosfleisch. Das alles. Ja. Guten Appetit gleich. Also ich habe gerade den Fisch ja aufgewärmt sozusagen und angebraten nochmal. Und im Haus stinkt noch nichts, aber es hat dann gerade den Deckel hochgehoben. Jetzt rieche ich es auch, Schnucki. Also ein bisschen, ne, riecht es hier dann doch nach Hering. Das ist doch was Natürliches. Ja, ich weiß. Hoffentlich bekommen wir den Geschmack nochmal raus. Achso, Adam hat sogar noch eine Mairübe geschnitten. Könnt ihr das mal sehen? Genau, also, guten. Und schon bin ich im Auto. Also, ich habe jetzt Ash gerade weggebracht. Er hatte eine Verabredung. Jetzt bin ich bei Bauhaus, endlich mal, dass ich mal schnell da mal reindüse. Ich habe jetzt mir die ganze Zeit Gedanken drüber gemacht mit diesen Tischen. Groß, nicht so groß, normal. Weil für die Tische brauche ich natürlich auch Erde, ne? Und deswegen war meine Überlegung, erstmal normale Tische zu holen, also nicht diese übergroßen, weil bei Bauhaus gibt es auch noch 1,80 Meter Höhe. Auf jeden Fall diese großen Tische gibt es da auch. Standen zumindest letztes Mal draußen. Warte mal, irgendwas mit der Uhr hier. Und wenn ich aber jetzt normale hole, habe ich überlegt, und ich diesen Salat, diesen Pflücksalat, in so einem Abstand zwischen diesen Pflänzchen einpflanzen darf, soll. Wie viel passt denn? Also passen nur 3 Salate quasi in ein so ein Ding? Ist irgendwie auch ein bisschen wenig, oder? Und dann. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und gucken, was sie da so haben. So, ich hatte euch das schon mal gezeigt. Meter mal 50 mal 107, 45 Euro. Das ist ein Riesenkasten, da könnte man natürlich ordentlich was reinpflanzen. 120 Liter passen da rein. Mit Deckel. Deckel kann man abnehmen, ne? Ja. So, hier ist ordentlich Platz. Mal gucken. Gleich. Ist echt recht groß. Aber kriegst nicht mehr bewegt, wenn das mit Erde voll ist, ne? Ich geh mal gucken. Hier haben schon mal ganz, ganz viele Pflanzen. Paprika und so weiter. Tomatenpflanzen sogar. Hier noch mehr Tomaten, verschiedene Tomaten, ne? Krass. So, und hier sind diese normalen Tische, sag ich jetzt mal. Preis weiß ich jetzt gerade nicht. Aber 29 Euro. Ja, 29 Euro, 30 Euro. Ich glaube, ich nehme dann doch lieber so 2 davon erstmal zur Probe, wisst ihr? Und wenn das mir alles gelingt, dann kann man immer noch größere nehmen. Das kostet 29 Euro. Gibt es doch alternativ in grün. Sind etwas anders, abgerundeter. Und hier ist noch so ein Ding. Das baut man aber auch so auf. Mit sogar mit so einem Dings dazwischen. Regalboden sozusagen. Hier ist noch mehr. Krass. Was nicht alles gibt, braucht man noch so einen Tisch. Na gut, ich nehme jetzt mal diese beiden. Mit Deckeln halt. Und jetzt muss ich gucken, wie viel Erde ich dann brauche. Diese Erde nehme ich mal mit. Die kostet die günstigste für 8 Euro. Die anderen kosten alle 11 und noch mehr. 20 Liter brauche ich davon 8 Säcke. Wir haben die wunderschöne Ampeln. Guckt mal, richtig hübsch von den Farben her. Kostet 20 Euro. Sieht echt schön aus. Sind total anders sortiert. Also verschiedene Farben innen drin. Richtig hübsch. Guck mal. Die sehen schön aus. Aber Blumenwohler ist immer noch 15 Euro, glaube ich. Eine Riesenampel. So ein Pflücksalat, mal 35 Cent pro Stückchen. Ich glaube, ich habe heute für 10 Stück 4 Euro bezahlt auf dem Wochenmarkt. Und Späne vergessen, also wieder zurück. Habe schon alles bezahlt eigentlich. Diese hier mitgenommen. Es gibt noch natürlich klar für also mehr. 5 Kilo Sack brauche ich aber nicht. Das reicht erstmal 2,5 Kilo für 8 Euro. Ich bin jetzt nun im Auto, Leute. Das ist so teuer, ne? Ich habe jetzt 156 plus 8 Euro nochmal bezahlt. Also, ich finde das krass. Ja gut, wenn man überlegt, allein schon diese Pflanztische da, die waren ja 30 Euro, sind schon mal 60. Dann habe ich 2 Terrakotta-Töpfe mitgenommen, irgendwie auch so um die 8, 9 Euro. Ich weiß gar nicht, Terrakotta war immer so billig irgendwie.
Und das habe ich nicht mal die Untersätze aus Terrakotta genommen, sondern aus Plastik, weil das sieht eh keiner. Plastik kostet 1 Euro noch was. Und wenn du Terrakotta unter so einen Unterteller nimmst, 6, 7, 8 Euro. Von der Größe abhängig, ne? Na gut, ich würde sagen, wir düsen jetzt mal nach Hause. Und dann muss ich mit Leo schon wieder eine Runde gehen. Heute, ja. Also, wir morgen wieder. Ja, genau. Leo und ich waren gerade kurz oben. Was ist kurz? Eine halbe Stunde ungefähr. Er hat oben so ein bisschen versucht, irgendwie sich hinzulegen. Und ich habe auf dem Balkon die verblühten Blümchen abgeschnitten und gegossen. Das war alles so knochentrocken. Und ich vermute mal fast, dass so viele Blümchen da eingehen. Ja, ich glaube nicht, dass sie irgendwie wiederkommen. Müsste mal gucken. Gerade so diese Bellies zum Beispiel, ne? Ja, ich glaube, das wird nichts. Also, das Auto ist leergeräumt. Ich habe alles nach hinten auf die andere Terrasse gestellt. Und ich habe auch schon eine Idee ungefähr, wo das alles hin soll, Schnucki. Unser Selbstversorgerbedarf. Was für ein Zeug? Selbstversorgerbedarf. Ich brauche nur eine Sache. Na? Ofen. Zwei. Na? Wasser und Kekse. Wasser und Kekse? Kekse esse ich gerne. Ja, ich weiß auch nicht. Wieso Wasser und Kekse? Ja, weiß ich auch nicht. Also, ich habe schon so was gesagt... Was willst du denn für einen Rentner? Rentner, ich habe hier irgendwas von Rentnern gelesen. Oh. Also, was willst du machen an Selbstversorgung? Oh, Schnucki, wir wollten noch ein bisschen was einpflanzen. Und ich habe heute schon kleinere Tische geholt, 2 Stück. Davon werden wir nicht satt, das weiß ich super. Auch. Da werden wir den Regenwürmer von satt. Hör mal, ich habe heute 10 kleine Salatpflanzen geholt auf dem Wochenmarkt. Pflücksalat. Was auch unsere Bekannte bei sich im Garten hat. Und die hat gar nicht so viel Platz zwischen den Salatpflanzen gelassen, sondern ein bisschen weniger. Und ich habe eine Tomatenpflanze gekauft. Dann wollte ich eine Gurkenpflanze kaufen. Da sagte er zu mir, ja, das ist für Fortgeschrittene. Er sagt, es ist jetzt noch zu kalt für die Gurken. Ich soll in 2 Wochen nochmal halt kommen. Und dann sagt er, also die Gurken brauchen halt Wärme. So, jetzt ist... Die 2 Tische, die kannst du nicht ins Wohnzimmer stellen. Das ist ja schön warm. Ja, auf jeden Fall... Ja, Selbstversorgung. Ich weiß viel zu wenig. 100 Tische? Die hatten da so geile Hochbeete, ne? Ja. Also mit 2. Das ist nur für den Anfang. Und wann geht's denn voll los? In 10 Jahren? Wie? Also. Mit deiner Selbstversorgung. Also, ja, wenn, ich weiß auch nicht. Oder meinst du, es ist nur so ein Hobby? Eigentlich ist es ein Hobby, raus, ja. Und dann freut man sich. Das Ding ist, weißt du was, wir haben auch schon überlegt, einen Schrebergarten zu holen. Aber dann ist es noch mehr Arbeit mit Schrebergarten. Dann ist man hier die ganze Zeit auf dem Grundstück. Also hier, du ich. Du tust sowieso nichts ich, den ganzen Tag. Dann genau. Kannst du auch ruhig ein bisschen in den Schrebergarten. Psst. Leo, mach. Ja. Was ist? Er mag nicht, wenn du so energisch bist. Er ist müde. Er versucht gerade hier zu schlafen neben mir. Leo, ist gut. Komm mal her. Hier. Meinst du sagst mir, wie ich zu reden habe? Ja, genau. Er beschützt mich gerade. Leo, ist gut. Alles gut. Mach Platz. Platz. Leo, Platz. Mach Platz. Ich mach jetzt das Feuer an und dann wird das hier schön warm werden. Schnucki, hör mal auf hier jetzt. Was hat er denn? Er mag diese Lautstärke wahrscheinlich nicht. Ich weiß, er denkt schon, du greifst uns an. Leo, ist gut. Ist gut. So. Weißt du was? Er frisst ihn gleich auf. Morgen, ne? Dann kommen deine Härchen wieder. Dann kannst du die voll labern, okay? Und bis dahin bist du ein bisschen leise, ja? Verstanden? Sonst sind wir keine Freunde mehr. Also jedenfalls mit okay? Dem Schrebergarten, immer wenn wir irgendwo spazieren. Leo! Wenn wir irgendwo spazieren gehen. Durch die Schrebergärten und das sieht so geil aus. Ne? Die haben da überall so schöne Beete. Gut, es gibt gepflegte Gärten, auch nicht gepflegte Gärten. Aber ich denke immer, wenn ich mir das so vorstelle, man holt sich so einen, man zahlt auch nicht viel im Jahr. Das ist trotzdem ganz viel Arbeit. Hat einer von euch irgendwie einen Schrebergarten? Also ich glaube, das ist echt... Wir haben noch einen getroffen, den wir früher kennen. Die haben auch einen Schrebergarten und er sagt, das ist gar nicht so viel Arbeit. Er sagt, er arbeitet und hat zu Hause noch einen kleinen Garten. Und einen Schrebergarten. So, ich zeig euch mal ganz kurz. Oh, die Stille. Ich habe mir gedacht, ich werde mal vielleicht morgen oder so, morgen, wenn es halt irgendwie gut ist, diese Ecke da freiräumen. Die Couch und Co., die kommen wieder nach hinten, dass wir dann da frühstücken können. Wisst ihr, hinten an der Wand? Bei uns im, hinten, also, wo das letztes hier auch stand. Und hier kann man so schön halt die Tische hinstellen. Ich wollte noch einen Pflanztisch da hinstellen. Dann würde ich gerne meine Erdbeerpflanzen hier einpflanzen irgendwie. Also auf jeden Fall diese Ecke. Die ist schön. Wenn die Sonne mal scheint, das ist auch schön. Verbrennt auch nichts. Das ist die Überlegung, die ich so habe. Mal gucken. Ja, der pinkelt mir gegen meine Pflanzen. Leo, düngst du meine Pflanzen gerade, du?
Naja, also übrigens das Wetter ist nicht so berauschend. Ne? Irgendwie 12 Grad oder so haben wir das und das ist frisch und das soll jetzt noch schlechter werden. Nicht so geil. Leo, kommst du? Auf jeden Fall würde ich mal sagen, was ist jetzt hier mit diesem Video? Ich würde ganz gerne gleich nochmal irgendwie schon wie Abendbrot oder kein Abendbrot. So richtig. Oder gerade Tiefkühl-Erdbeeren gegessen. Achso, ich habe gerade die Kommentare nochmal geguckt. Einen Kommentar habe ich gelesen, es war ganz amüsant, Leute. Da hat eine geschrieben, Marie, bist du hyperaktiv zufällig, weil du bist irgendwann immer nur am Machen. Ich bin nicht hyperaktiv. Ja. Ich habe halt ein bisschen was zu tun und das ist quasi ja mein Videoinhalt. Ich würde sonst auf der Couch rumliegen und nichts tun manchmal, aber ja, nein. Das muss man auch manchmal tun. Manchmal mache ich das auch. Also ich bin nicht nur die ganze am Huseln, das vermittelt euch natürlich einen Eindruck, weil ich, wenn ich das Video drehe, gut, jetzt sitze ich zum Beispiel und laber euch voll. Ansonsten will ich euch auch mal was zeigen. Ich kann also nicht nur erzählen und nur irgendwie reden, sondern ich zeige euch einfach mal meinen Alltag. Das war's. Genau. Also ich nehme ja auch schon mal die Pausen, so wie der Kleine hier. Na, na gut, also ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Vlog und bis dahin passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.